Heute unterwegs bei mir im Jeep die Dame im schönsten Grün. Frühlingsgrün. Im Frühlingsgrün. Monika Kählin bei mir in der Sendung. Niemand geringeres als die Intendantin, kann man sagen, die Intendantin vom Privalo. Richtig, unter anderem auch, ja. Ich würde sagen, Mädchen für alles. Schosser in Schweiz und Star-TV übertragen am Sonntag, 13. Mai, die 44. Privalo-Wahlverleihung live aus den TPC-Studios in Zürich. Dann können Sie wieder per Bett Ihren Publikumsliebling wählen. Nicht verpassen, der rote Teppich mit allen Stars und Nominierten am 13. Mai, Abend um 8 Uhr, live auf Star-TV. So, Monika. So. Wo fahren wir hin? Ja, jetzt fahren wir mal schnell ein bisschen. Auf was hast du Lust? Also, wir sind jetzt in Gersau, hier. Aha. Wunderbar. Unsere Riviera, und zwar darf sich das Riviera nennen. Mhm. Der Bus, es ist auch die Riviera-Strecke vom Bus, die durchfährt. Weil wir haben hier Mikroklima, also mediterranes Klima haben wir hier. Mhm. Und zwar ist das von diesen verschiedenen Wind, zum Beispiel auf der Rigi oben runter, es gibt hier Aufwind. Und das ist hier wie eine Oase. Man sieht auch überall, wenn man hier umschaut, hat es überall Palmen, es hat sogar Bananenbäume, es hat eigentlich alles, was du hast, an der Gotasäure. Und es ist hier auch immer ein paar Grad wärmer als an einem anderen Ort. Und es ist ein Traumklima. Und früher sind ja viele Herren hier auf Gersau kuren. Also Engländer. Das ist ein Kraftort. Ja, voll. Aha. Und also ich muss schon sagen, wenn ich allerdings ein Zeitchen weg bin und wieder herkomme, dann merke ich, dass ich richtig aufblühe. Es ist ein Traumörtli. Es ist ganz klein, aber es ist wahnsinnig mignon. Ja, mignon. Es ist wirklich so ein Ascona-Feeling. Gell? Du siehst heute auch ein bisschen so aus. Als kommst du gerade aus der Ferien. Ja. Ich meine, wenn ich ein bisschen Sonne will, nebst dem Privalo organisieren, dann tue ich zum Beispiel auf dem Balkon aus Billett-Einteilungen machen oder so. Oder wenn ich muss im Ordner blättern und gewisse Sachen muss nachprüfen muss, mache ich das auf der Terrasse raus oder im Garten hin. Wenn ich ein bisschen Sonne habe, dann kann ich in dieser Zeit, kann ich das verbinden, indem ich noch ein bisschen Sünnel dazu. Oder ich meine, es ist eigentlich Hollywood, gell? Es ist Hollywood, der Privalo ist auch Hollywood. Du hast ja gesagt, nur den Oscar gibt es länger, oder wie ist das? Ja, das ist richtig, ja, nur den Oscar gibt es länger. Nein, wir haben dieses Jahr eine Schnapszahl, 44. Jubiläum, kann man schon fast sagen, gell? Nein, 44 Jahre gibt es den Privalo. Ist natürlich nicht von mir erfunden worden, auch nicht von mir ins Leben gerufen worden, aber zusammen mit dem Vorstand und mit dem Team mache ich jetzt das schon über 20 Jahre. Und ja, es funktioniert. Schön, ja. Ja, und am 13. Mai ist es wieder soweit. Genau. Wir übertragen ihn hier bei uns auf Star-TV. Und du hast gerade vorher gesagt, eben 44 Mal. Und du musst auch ein bisschen Kraft tanken. Also du machst das jetzt schon zum 20. Mal. Woher die Energie? Der Echo gibt es nicht mehr. Alle anderen Preisverleger gehen dahin. Aber der Privalo, den gibt es. Und den gibt es auch noch ein Zeitchen, oder Monika? Das ist einfach ein Herzblut. Aha. Und damals der Charlie Fritsche, der ja eigentlich zu einem der Gründer gehört hat. Der Volo Linder hat ihn ins Leben gerufen. Mhm. Das war der Unterhaltungschef von Radio Beromünster. Münster. Und hat zusammen mit dem Hasi Osterwald, mit dem Stappi Landolt, mit dem André Berner, mit verschiedenen, hat er das ins Leben gerufen. Unter anderem auch der Charlie Fritsche, der dabei war. Und der Charlie Fritsche hat dann auch das Präsidium irgendwann einmal abgegeben, ist aber immer noch an die Mitgliederversammlung gekommen, GV, und hat mir eines Tages gesagt, Monika, du musst übernehmen. Du schaffst es, um den Privalo durchzubringen. Ich sage, bist du verrückt? Sagte, nein, du bist die. Dann habe ich gesagt, ja, aber Charlie, mal, du musst es machen, du musst nicht Vizepräsidentin sein, ich bin nicht Vizepräsident, du musst Präsidentin werden. Dann sage ich, ja, jetzt. Und bumm, 4 oder 5 Monate später stirbt er. Und als er das gesagt hat, hat er mir nicht die Hand auf die Schulter gelegt und gesagt, du bist die. Und dann habe ich das gespürt, das hat sich übertragen. Ja, und ich habe das, wie ein Gerede war das, und ich habe gewusst, ich muss jetzt für den Privalo da sein, für den Nachwuchs, für alles. Und das war eigentlich eine Übergabe gewesen. Und die Übergabe, wenn ich sie jemandem würde machen, was ich sicher ins Auge fasse, die nächsten Jahre irgendwann. Ja. Aber dann muss der Privalo so gesichert sein, dass die Person das auch machen kann. Weil du kannst nichts verdienen beim Privalo, das ist ein Ehrenamt. Ja. Und es muss auch eine Person sein, die Bühne beherrscht, die Organisationstalent hat, die intelligent ist, also eine gewisse Portion musst du mitbringen, die redaktionell daraus kommt, die auch das Herzblut mitbringt, die den Nachwuchs fördern. Ja. Es gibt da nichts zum Verdienen. Es kann nicht irgendein Eventorganisator sein, der das macht, sondern es muss eine bekannte Persönlichkeit auch sein, die das dann wieder übernimmt. Was erwartet die Zuschauer im 2018? Highlights. Also Pop-Rock haben wir den Kunz, wir haben Seven und wir haben den Stefan Eicher und den Martin Sutter. Wir haben Volksmusik, das ist der Dani Häusler, Francis Datschlin und der Martin Nauer. Wir haben
Newcomer, das ist der Nemo, die Luna Wedler. Ja. Wie weiss man, oder wie entscheidet ihr euch, wer nominiert ist? Das ist ja nicht einfach du, der Lust hast, die Leute zu nominieren. Oder? Wie funktioniert der Prozess? Also gut, wir laden die Fachjury einladen. Und zwar sind das Veranstalter, das sind Redaktoren, Journalisten von TV, von Radio, von Printmedien, eigentlich von der ganzen Schweiz, wo Jahr aus, Jahr ein sie mit diesen Sachen zu tun haben, Unterhaltung arbeiten, ja. Die genau wissen, was ajour ist, was nicht ajour ist, was gegangen ist. Es ist bei uns zum Beispiel in einer Nomination für Musik entscheidend nicht nur allein Tipparade. Du bist nicht bei den SMAs, nur was ja, am meisten verkauft wurde. Nein, es geht auch nicht, sondern es geht auch darum, die Veranstaltungen, wie erfolgreich sind sie. Das zählt alles mit. Und wir haben eigentlich noch nie gehört oder erlebt, dass jemand gesagt hat, oh, das ist jetzt aber komisch, wer nominiert wurde. Sondern es stimmt in sich immer. Ja. Es ist ja immer die Nomination auf den Erfolg des vergangenen Jahres. Das wäre also 2017. Genau, ja. Das ist super. Das heisst, euch könnte eigentlich theoretisch so etwas wie beim Echo nicht passieren. Weil dort wird man einfach eingeladen anhand von verkauften CDs. Ja. Aber ihr dürft das wirklich intern noch mal durchdiskutieren. Da würde die Jury Suchplatz wahrscheinlich sagen: Moment. Aha. Noch nicht possible, das und das und das, ist nicht, gar nicht mit unserer Gesinnung konform und dann ist es kippt. Also das könnte ich mir jetzt vorstellen, dass das passiert wäre. Und das ist ja das Gute daran. Da tut jeder seine Vorschläge bringen, da tut jeder kann darüber diskutieren. Und es ist nicht jeder auf jedem Gebiet so bewandert. Wir haben zum Beispiel, wenn jemand Theater bewandert ist, wir haben Präsidentin vom SBKV, die dann sagt, was Jahr aus Jahr ein, passiert ist. Die anderen haben es vielleicht auch gesehen. Und wir haben dann die reden und dann mal erklären, was passiert. Oder Mario Cortesi oder auch Rolf Breiner, der übrigens die ganzen Texte nicht mehr verfasst, die im Filmwesen extrem daraus kommen, die tun uns dann das servieren. Und meistens stimmt es dann auch mit dem über einen, die anderen auch gefunden haben. Wo sind wir jetzt da gelandet? Jetzt sind wir hier zu Brunnen vorbeigefahren, wie man gesehen hat. Wir haben ja in der Schweizer Kirche geheiratet, kirchlich. Ja. Ich bin in der Schweiz am Hauptplatz direkt aufgewachsen. Ja, das ist da könnten wir eigentlich auch noch schnell rauffahren. Wäre das eine Idee? Siehst du, das ist jetzt Brunnen. Ist auch schön hier. Ja, das ist wirklich auch schön. Gell? Ist doch auch herzig. Und wenn wir jetzt hier weiter vorbeifahren, ist vielleicht gar nicht schlecht. Und dann siehst du, wo ich studiert habe. Du hast auch da, du bist wirklich ein Also ich bin Studentin, ich bin bis 21 bin ich natürlich in der Mittelschule, Seminar besucht, alles, Pädagogik, Psychologie, alles studiert, wo man heute gut kommt. Ja. Auch bei der Betreuung von Fritz natürlich. Dort oben siehst du das Theresianum Ingebol und dort habe ich studiert. Was hast du denn dort studiert? Im Kloster. Ich habe das Kindergartenseminar gemacht, habe nebenbei noch Theaterfach, Gesangsfach, Psychologie, Pädagogik, Sprache habe ich auch noch gehabt. Und wie ist es eigentlich nachher bei dir weitergegangen? Ich habe dann Schule gegeben. Ich habe in Zürich, in Wittig habe ich Schule gegeben. Ich habe immer auf Zürich. Weil ich habe damals schon Aufsätze geschrieben und immer geschrieben, ich will auf die Bühne, ich will singen, Schauspielerin und so. Und ich habe gewusst, da passiert nichts in der Schweiz. Ja, und dann habe ich ich muss auf Zürich. Und habe dann dort tatsächlich auch den Clan kennengelernt vom Bernhard Theater und bin dann so in die Theaterszene hineingerutscht. Ja. Und dann hast du gespielt, hast getanzt, hast gesungen. Ja, ich habe Fritz dort im 75 schon kennengelernt und habe dort ein Angebot bekommen, ich könnte im ZW Zürich mitmachen. Und dann habe ich gesagt, das gebe ich auch meinen Beruf auf. Und Fritz hat gesagt, hast du das gut überlegt? Und ich weiss nicht, sind wir zusammengesessen. Ich habe ihn am Pfingsten 75 kennengelernt. Das Angebot ist so grössenordnung im Sommer gekommen. Und im 76 war ja dann die Premiere im Frühling. Ja. Und dann habe ich gesagt, ja, das habe ich mir gut überlegt. Und dann sagt er, willst du es unbedingt? Dann sage ich, ja. Dann sagt er, weißt du was, wenn du es willst, dann musst du es machen. Und dort oben, siehst du das dort? Die kleinen Fenster und das grosse oben. Dort bin ich aufgewachsen. Also, das ist ja ein Traumplatz zum Aufwachsen. Und da habe ich gesehen, bis an den See runter, Fialschettensee auf Brunnen. Ich habe überall hingesehen. Jetzt haben wir hier das schöne Rathaus gesehen. Okay, das war früher eine Polizeiposte. Und da hat dein Vater gearbeitet? Jawohl, da. Da bin ich, weiss ich noch, da bin ich noch, vielleicht bin ich etwa 10-jährig, bin ich hier auf den Stegen oben gehockt. Ja. Habe die Shorts angelegt, einen Hut angelegt, Sonnenbrille, bin darauf hochgehockt, habe gewartet, bis der Vater ist gearbeitet. Ich sagte, was machst du da oben? Ich sagte, weißt, Vater, ich will Schauspielerin werden. Er sagte, ja, ist in der Ordnung, aber zuerst gehst du jetzt mal in die Schule. Das war die Stege. Das ist die Stege, wo eigentlich alles angefangen hat. Ja, das war so. So gut, ich habe immer Theater auf dem Platz. Jetzt habe ich natürlich noch etwas Musik vorbereitet. Also nicht, ob dir, weißt du, wir müssen jetzt noch schnell herausfinden, was nach deinem Gusto ist. Ja, es ist alles nach meinem Gusto. Also ich kann Musik durchs Band gehen, sie muss einfach gut interpretiert sein. Ja. Weil ich habe ja Klassik studiert. Mhm. Ich habe Geige, also Violin gespielt. Mhm. Und bin das Konservatorium Luzern und Freiburg.
Also ich bin voll in der Klassik. Du bist voll Klassik, also Noten, ja. Beinhard. Und Ausbildung, ja, Beinhard, mhm. Genau. Dass ich jodeln kann, das ist wegen meiner Tante. Meine Mutter hat immer gejodelt. Das ist eigentlich per Zufall passiert, mhm. Weil ich immer nach dem Theater spielen, wenn man lustig auf den Tisch gestanden bin, eins gejodelt habe. Dann hat das mal ein Plattenproduzent gesagt, du musst unbedingt jodeln. Machen wir? Nein, ja. Ich bin gar keine Jodlerin, oder? Also wenn ich jetzt denke, das, was heute der Dings macht, der Traufer macht und ja. Alles, das hat eigentlich dort schon hat das angefangen bei mir. Das sind so ein bisschen Schlagervolk, Volksschlager. Das ist total in. Und das ist ja beim Kunz jetzt. Der Kunz, ja, der Kunz hat das auch. Und der Kunz hat ein bisschen Privalo gewonnen. Er ist bei uns gross geworden. Er ist durch Sprungbrett genau, bekannt genau. Worden. Mhm. Hat ein bisschen Privalo gewonnen. Hat dann den Newcomer Privalo gewonnen. Und ist jetzt nominiert in der Sparte Pop Rock. Oder? Wahnsinn. Jetzt, ob er das Rennen macht, das weiss man natürlich alles ja. Nicht. Drücken alle den Daumen. Aber er hat seinen Weg über den Privalo gemacht und ist bekannt worden. Er hat durch seine Hosenträger neben dem super Sound gemacht. Genau. Gesang, ja. Und er hat sonst tolle Nominationen. Stefan ja. Eicher, Martin ja, Sutter. Hey, weißt du. Das ist eine ganz spannende Kombination. Ja, total gut. Ich meine, er ist ja auch einer, der total mit dem Volk verwandt ist. Mhm, sehr, ja. Er hat Mani Matte gecovert unter anderem. Er hat auch die jenische Musik und alles im ja. Blut drin. Und das hat ihn natürlich, Kreativität ist dort unbremsbar. Mhm. Das ist einfach ganz toll, wie die Sachen interpretieren. Das sind ja Könner ihres Faches. Mhm. Die jenischen Volksmusikanten auch. Ich glaube, es gibt niemanden, der schneller kann die ihre Instrumente beherrschen. Mhm. Das ist extrem, wie die total musikalisch versiert sind. Und das auch pflegen natürlich Tag und Nacht. Ja. Sie sind überall im Spiel. Das ist schön. Eine schöne Kultur. Und noch der Seven und, ist auch noch ja. Nominiert. Seven haben natürlich einen riesen Erfolg im Ausland jetzt. Das mag ich ihm sehr gönnen. Mit dieser Show, gell, in ja, Deutschland. Total. Mhm. Er hat auch vor Jahren hat er ja schon einen riesen Erfolg gehabt. Inzwischen hat er wahrscheinlich ein bisschen kreativere Pause gemacht. Mhm. Und ist jetzt durchgestartet. Er ist ganz ein toller Typ. Er war auch schon im Privalo. Er hat auch schon stattgefunden bei uns. Aber er hat jetzt nach Jahren hat er eigentlich seinen Weg total gefunden. Er hat sich auch nie verbeugen lassen. Ja, er macht immer schon seinen Soul und zieht genau, durch. Ja. Und was auch noch spannend ist, beim Publikum. Unplugged, ja. Und Publikumsliebling haben auch ganz diverse, verschiedene Sachen. Das ist ja immer auch noch, das ist eigentlich der Höhepunkt der Show am Schluss. Ja. Wer wird der Publikumsliebling? Weil da können ja die Leute per Telefon abstimmen während der Sendung. Ganz genau. Und das ist wichtig, dass dort alle Sparten vertreten sind. Mhm. Ob das Sänger sind, ob es Moderatoren sind, ob es Schauspieler sind und, ob es Gruppen sind. Und das ist das ja eigentlich ganz ein guter Mix, ja. Hat da die Fachjury zusammengebracht, muss ich sagen. Und das ist auch oft der Fall, dass dann Moderatoren gewinnen beim Publikum. Ja, irgendwie, weil die Leute, ich weiß auch nicht, die Leute dann an. Ja. Ist, also eigentlich früher ist es noch weniger gewesen, aber in der letzten Zeit irgendwie. Es sind irgendwie immer Moderatoren. Also soll einer sagen, Fernsehen sind nicht mehr in. Ja, ja. Das ist ein Zeichen, dass das gar nicht stimmt. Ja, Monika, danke vielmals, dass du heute ins Auto eingestiegen ja, bist, dass du dich getraut hast, da mit meinem Jeep ein bisschen rumzufahren. Ja, sicher. Und danke vielmals für die schöne Führung durch deine Gegend und auch deine Vergangenheit. Aha. Und wir sehen uns spätestens am 13. Mai. Aha. 20.00 genau. Da auf dem Sender Star TV. Richtig. Privalo am 20.00. Also mach die 44. Ausgabe von Privalo. Live aus den TPC Studios in Zürich-Leutschenbach. Genau. Das ist doch auch toll, dass wir jetzt ein Ohr gefunden haben, dass wir doch, weil wir zu Kuhn nicht können. Ja. Freuen wir uns alle drauf. Ja. Sind wir gespannt, wer dann gewinnt, wer dann das Rennen macht, wer dann wirklich Publikumsliebling wird. Und für euch daheim wieder einschalten, lautstark am nächsten Samstag am 4. Uhr. Ebenfalls auf Star TV.